So langsam geht die Grasbahnsaison zu Ende und wir schauen auf den Winter, der vor uns liegt. Traditionell finden die Winterrennen, die Sandbahnrennen immer hier in Dortmund statt. Und der Mann, der bei uns ist, ist Oliver Sauer, der Geschäftsführer des Dortmunder Rennvereins. Olli, für euch natürlich ein harter Job, weil ihr kommt gerade aus der Grasbahnsaison, ihr geht jetzt sofort wieder in die Wintersaison. Das heißt, ihr habt ja nie Pause. Ja gut, wir haben im Sommer haben wir 4 Renntage, das ist jetzt natürlich nicht zu viel, wir haben den August komplett frei, das geht, aber es fehlt uns schon im Winter so ein bisschen die Kapazität, um das Jahr dann auch perfekt vorzubereiten, und im Sommer fehlt uns ein bisschen die Zeit, trotzdem dann an der Sandbahn weiterzuarbeiten. Das sieht man bedauerlicherweise jetzt wieder, die ganzen Arbeiten, die Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres gemacht worden sind, sind eigentlich schon wieder komplett obsolet, also der Graben, der innen gezogen worden ist, der ist wieder komplett voll mit Sand, man kann eigentlich gar nicht sehen, dass wir letztes Jahr dran gearbeitet haben, und ja, das macht es schon ein bisschen schwierig, und auch gerade mit den finanziellen Mitteln, die wir alle oder jeder Rennverein zur Verfügung hat, ist es halt immer ein bisschen ein Flicken. Trotzdem, die Winterrennen sind sehr wichtig, auch für die Besitzer, für die Trainer, für die Aktiven. Es muss weitergehen. Und viele Pferde sind auch genau auf diesen Bereich spezialisiert. Insofern ist es schon enorm wichtig, auch wenn wir an die Zusammenarbeit mit der PMÜ denken und so weiter, dass wir einfach wirklich 12 Monate Rennen in Deutschland anbieten können. Du hast jetzt gerade die Arbeiten vom vergangenen Jahr angesprochen. Die haben eine sehr positive Resonanz hervorgerufen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, das werdet ihr wieder machen, Sprichwort Graben freilegen etc. Was habt ihr noch geplant? Vor allen Dingen jetzt vor dem Hintergrund, dass wir hier vor einer wirklich sehr interessanten Maschine stehen, die jetzt erstmals hier in Dortmund eingesetzt werden soll. Korrekt, also die Arbeiten werden wiederholt, auch mit der tatkräftigen Unterstützung von Herrn Miebach, der da auch wieder finanziell seine Leistung trägt. Und der Graben wird wieder voll umgesetzt werden. Und die Maschine, die wir hier sehen, haben wir mit sehr netter und auch sehr einfacher Unterstützung vom Münchner Rennverein Herrn Multra bekommen, haben wir jetzt letzte Woche abgeholt. Das ist ein Beachcheck, der soll die Steine aus dem Sand raussieben. Das heißt, Verletzungsrisiko ist immer ganz wichtig. Es gibt immer wieder auch die Diskussionen, kann man überall lesen, der Sand ist nicht gut genug, mein Pferd setzt sich einem Verletzungsrisiko aus etc. Das soll dadurch minimiert werden. Sieht ziemlich neu aus, ehrlich gesagt. Also neueste Technik, die hier eingesetzt wird. Genau, richtig. Also hat sich der Münchner Rennverein jetzt auch vor kurzem erst zugelegt. Und wie gesagt, durften wir uns letzte Woche abholen und haben jetzt ein bisschen Pech gehabt mit dem Regen. Der Sand muss halt trocken sein dafür, um ihn einzusetzen. Aber jetzt haben wir jetzt eine kleine Trockenperiode und hoffen, dass wir es jetzt Ende der Woche einsetzen können. Was ich erstaunlich finde, es war zu Recht so, dass viele gesagt haben, jahrelang ist wenig passiert. Ihr gebt jetzt wirklich Gas. Also vor allen Dingen haben wir jetzt auch noch einen schönen Vorlauf. 8. Dezember ist der erste Sandbahnrenntag, das heißt, es dürfte sich gut ausgehen. Ja, genau. Also wir sind die ganze Zeit dran. Im Sommer haben wir auch mit Robert Gossens uns stark ausgetauscht, der ja Krefeld managt und da auf seine Expertise gesetzt, um da halt auch immer weiter dran zu arbeiten. Es war große Diskussion, ob wir jetzt eventuell oder auch mit Hilfe von Herrn von der Recke, der uns seine Expertise zur Verfügung gestellt hat, um halt eventuell noch weitere Maßnahmen zu tätigen. Derzeit halt noch nicht ganz zu Ende gedacht, aber wir sind zumindest dran, dass es halt immer weitergeht, weil wir es ja auch sehen. Also es ist uns ja auch allen bewusst, wie die Situation ist, und wir müssen ein Niveau schaffen, wo es normale Rennen sind und wo es für jedes Pferd gleichen Chancen sind, und deswegen versuchen wir mal das Bestmögliche zu geben. Blick auf die Wintersaison an sich, wenn es dann losgeht am 8. Dezember, was ist geplant jetzt, Stand heute? Gut, also wir haben jetzt im Dezember jeden Sonntag Renntag. Das wird challenging. Wir versuchen natürlich so ein bisschen diesen Weihnachtsthema zu implementieren. Der Clubraum wird weihnachtlich dekoriert werden, weil wir da eventuell auch 1-2 Weihnachtsfeiern drin haben werden, um das ein bisschen zu refinanzieren. Und wir werden die zweite Tribüne, also unsere VIP-Tribüne, aufmachen, nicht mehr die erste Tribüne, weil die auch ein bisschen mehr hergibt. Die ist auch zentriert, auch näher am Ziel dran. Und so versuchen wir halt so ein bisschen, dass alles ein bisschen den Raum an sich zu verkleinern, damit dann die Mengen, die Leute, die vorhanden sind, dass es ein schönes Gefühl gibt und sich nicht zu sehr verläuft. Und ja, genau, also alles ein bisschen weihnachtlich und gemütlich und so, dass es halt Spaß macht. Ausschreibungen für nächstes Jahr, wir haben jetzt Auktionen, das heißt, insofern, viele wollen ja so ein bisschen planen. Ausschreibungen gibt es, glaube ich, schon bis März, wenn ich es richtig weiß. Bis Ende Januar, Februar sollten gestern online gegangen sein.
Gut, also da haben wir dann auch Planungssicherheit und hoffen auf eine sehr erfolgreiche Wintersaison. Ja, vielen Dank für den Einblick. Wir werden das gespannt verfolgen. Wie gesagt, der Münchner Rennverein, der Dortmunder Rennverein mit einer tollen Kooperation. Das Ganze auch da immer wieder zum Tierwohl und damit auch zu einer Verbesserung der Gesamtsituation. Olli, Hals und Bein für den Winter. Dankeschön.